Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind hier auf der Insel Kos. Und nachdem wir Markus gerettet haben, ist diese neue Mission aufgegangen. Und zwar alte Freunde, alter Ärger. Mal sehen, was er hier zu sagen hat. Willkommen auf dem neuesten Anwesen von Markus. Ich habe nicht mit Besuch gerechnet, aber man muss immer vorbereitet sein. Wein? Markus, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Glaub es ruhig, mein Freund. Ich bin ein Mann aller Städte. Wer bin ich, dem Rest der griechischen Welt vorzuenthalten, was ich zu bieten habe? Ich muss euch ehrlich sagen, diese selbstgemachte Mission nicht stören. Ich kann diese nicht ausschalten. Was führt dich ausgerechnet nach Kos? Ich habe einiges über Böden gelernt. Offenbar ist Kefalin ja nicht der beste Ort für Trauben. Und die Leute hier lieben Wein. Jeder gesunde Mensch liebt Wein. Darüber hinaus ist Kefalin ja nicht mehr so, bevölkert, wie es mal war. Eine Seuche kam von Kos aus, viele starben. Das war schlecht fürs Geschäft. Schon lange hier? Lang genug, um mich als bester Weinverkäufer auf Kos zu etablieren. Nun, dem einzigen Weinverkäufer auf Kos. Die Einwohner werden schon irgendwann kommen. Du bist ziemlich weit weg von zu Hause. Das gilt auch für dich. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Meine Mutter. Was für ein Zufall. Ich habe meine auch gefunden. Hier? Auf Kos? Da Kos ihre Heimat ist, ist es auch meine Heimat. Sag Hallo, Mama! Ich habe gedacht, dass es seine Mutter ist, aber... Ich erkenne die Ähnlichkeit. Wir sind eine robuste Brut, sie und ich. Komisch. Ich weiß noch, wie du sagtest, deine Mutter sei vor langer Zeit gestorben. Richtig. Sie ist meine Adoptivmama. Wir stehen uns so nahe. Sie ließ sich nicht davon abbringen. Komm schon, Markus. Die Wahrheit. Also, Mama ist die Besitzerin des Weinguts. Als ihr Mann einen frühen Tod fand, sollte es versteigert werden. Dagegen mussten wir etwas tun. Also kamst du ihr zu Hilfe. Wie selbstlos von dir. Es ist lächerlich, dass eine wunderbare Frau wie Mama ihr eigenes Land nicht erben kann. Jetzt führen wir das Weingut gemeinsam. Ist es nicht so, Mama? Du würdest merken, wenn sie anderer Meinung wäre. Es ist ihr Land, aber sie teilt es mit ihrem Lieblingssohn, mir! Okay, schön, dass du einen Weg gefunden hast. Klingt nach einem deiner Pläne. Ja, Markus ist meistens immer auf Erdkraus. Glaub nicht, ich hätte vergessen, dass Markus immer einen Plan hat. Klingt nach einer deiner Intrigen. Alexios, das war der alte Markus. Jetzt führe ich ein friedliches Leben. Gefangen in einer Festung? Das ist friedlich? Na, was das angeht, ich habe da so ein klitzekleines Problem. Warum überrascht mich das nicht? Jedenfalls bin ich mir sicher, dass du mir helfen kannst, mein Freund. Ich kenne deine Referenzen. Raus damit. Du kennst mich. Ich borge ein paar Drachmen und wie aus dem Nichts nennt man mich den Schwindler von Kos. Das verdanke ich dem Kerberos, dem ich am meisten schulde. Der Kerberos? Erst der Zyklop und jetzt das. Sag nicht, er ist ein dreiköpfiger Hund. Mach dich nicht lächerlich. Es ist nicht so wie beim Zyklopen. Diesmal will ich ein Friedensangebot machen. Und zwar mit meinem besten Wein. Dem besten? Trinkbar. Vielleicht. Alexios, du gehörst quasi zur Familie. Und da ich auch zu deiner gehöre, wirst du mir sicher gerne helfen. Glaubst du? Wirklich? Ich verspreche dir, diesmal kann ich dich bezahlen. Bring einfach meinen Wein zum Kerberos. Ganz einfach. Schön. Wie in alten Zeiten. Auf dich ist immer Verlass. Und der Kerberos bekommt einen guten Tropfen zum Abendessen. Bring ihn zu seinem Haus. Ich hoffe, der Kerberos beißt nicht. Das ist das, was ich sagen wollte. Mission hier, die stört nur einfach. Schade, dass man die nicht einfach abschalten kann. Da hätte sich Ubisoft ein bisschen mehr überlegen können.
So, alter Freund, alter Ärger, los geht's. Bist du der Kerberos? Wer will das wissen? Nur ein Kopf. Ein Geschenk für dich. Hast du Markus Wein schon probiert? Der Beste der Besten. Was ist so besonders an ihm? Er ist süß, er ist aromatisch, wer weiß es schon. Wenn du ein Weinkenner bist, wirst du ihn mögen. Sehr aromatisch. Ich lasse mich nicht mit Wein kaufen. Ich vergesse nie, wem ich meine Drachmen geliehen habe. Es ist ein Friedensangebot. Ein Dankeschön dafür, dass du so geduldig auf die Rückzahlung wartest. Dann trink mit mir, wenn du ihn für so gut hältst. Ja, mal sehen die Reaktion. Na klar. Nein, nein, es ist nur der Wein. Ein Hinterhalt! Ich glaube, mir wird schlecht. Wache! Wache! Markus, was für ein Holzkopf. Ich habe immer noch den Geschmack von Markus Wein im Mund. Zurück. Lass mich raten, der Kerberos will noch eine Amphore bestellen? Von deinem Wein ist uns schlecht geworden. Das kann nicht sein, das war mein Bester. Ich hab's überprüft. Wenn du ihn töten wolltest, hättest du's sagen sollen. Ich sagte doch, ich bin ein neuer Markus. Ich will niemanden töten, ich tue das Richtige. Aber das ist gar nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Der Kerberos wird sich dich vorknöpfen. Was soll ich tun, was soll ich tun? Was rede ich denn? Alexios, wir schlagen zuerst zu. Ach ja? Du und welche Armee? Ich bin mit einem Halbgott befreundet. Er ist so stark wie ein Heer von 20 Soldaten. Du hast alles schon genau geplant, nicht wahr? Sie sind doch nur zu dritt, plus ein kleines Grüppchen Männer. Ein leichtes für dich, mein Freund. Drei? Was glaubst du, warum man sie den Kerberos nennt? Weil sie drei Brüder sind. Drillinge. Einer bissiger als der andere. Klasse. Dann gibt es noch zwei andere, die sich rächen wollen. Ein Moment. Das heißt, zwei haben meinen Wein noch nicht probiert? Also, was wirst du jetzt tun? Wir müssen sie erschrecken. Wie Mama sagt, eine Drohung ist wie ein Bär. Sehr beängstigend. Wir brennen ihren Hof nieder. Vor allen Dingen die Silos. Das ist keine gute Idee. Dann hattest du je Grund, mir zu misstrauen. Antworte jetzt bitte nicht. Vertrau mir einfach. Okay. Das
des Spiels. Entwegen machen wir das. Es klappt, aber ich bin skeptisch. Ich riskiere dafür, sie als potenzielle Kunden zu verlieren. Ich glaube nicht, wenn der Wein so scheußlich ist. Soll ich die Ernte auch vernichten? Das sind Kräuter, harmlose Pflanzen für Heiler. Nur die Silos müssen weg. Fackel sie ab! Hättest du nicht vorher sagen können, dass es drei von ihnen gibt? Ich dachte, das wäre klar. Drillinge liegen in ihrer Familie. Das sind viele Kerberosse. Hoffentlich vermehren sie sich nicht und kriegen Kerberos-Welpen. So ein Scherzkeks, Markus. Ich werde zu ihrem Hof gehen. Mach ihn richtig Angst. Ich bin sicher, es ist der Hof in der Stadt Astypalia. Dort hängen immer ihre Schläger rum. Der Hof in Astypalia? Die Silos sind abgebrannt und ich habe dort keinen Kerberos gesehen. Was? Ihre Soldaten treiben sich immer dort herum. Ganz sicher. Da waren nur ängstliche Bauern. Keine Hunde und kein Kerberos. Vielleicht ist das gar nicht ihr Hof. Dann haben wir nochmal Glück gehabt. Aber es wird den Kerberos nicht aufhalten. Willst du, dass ich dich anflehe? Dann flehe ich dich an. Rette mich vor dem Kerberos. Markus! Habe ich dich in die Irre geführt? Ein paar Mal ja. Vielleicht sogar ziemlich oft. Aber das war's jetzt für mich. Okay, ich meine, schlussendlich hat Markus Alexius noch großgezogen. Ich kann dich nicht beschützen, wenn du dir immer neuen Ärger aufhalst. Denk an den sonnigen Tag, an dem ich dich fand, Alexios. Damals warst du in Not und Markus kam, um dich zu retten. Nun rette mich! Das habe ich längst gut gemacht. Das bestreite ich nicht, aber der Kerberos kommt mit seinen Hunden und Handlangern und sie machen mich fertig. Beschütze mich und wir werden gewinnen. Da ist dieses Wir wieder. Ich sag dir was. Du beschützt mich und kriegst dafür Mamas geliebte Streitaxt. Sie war eine gute Kriegerin, ob du es glaubst oder nicht. Nun gut, retten wir dein Leben. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Jetzt wirst du mich nie wieder los. Deshalb tue ich, was ich tue. Gerade rechtzeitig. Ich höre sie schon kommen. Nun gut, Markus, das ist es, das große Finale.